Was der Milky Way? So. Was ist denn das jetzt? Ey, wie cool ist das denn? Ein Side-Scroller. Aha! Geil. Ey. Oh, ich darf nicht... Oh, oh, gut. Okay, gut, gut. Ich darf nicht hier in die Wand kommen. Ich darf nicht gegen die Wand kommen. Okay, okay. Oh, das ist interessant, mal. Oh, das ist eine coole Idee hier. Das muss ich wirklich sagen. Ist natürlich nicht ganz einfach, man muss hier ganz gerade. Ich darf mich nicht bewegen. Einfach nur. Ja, sammelt sie auch so hin. Jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt muss ich unten lang. Fuck. Ich wollte das Leben eigentlich noch mitnehmen. Boah. Nein, 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 das ist, ich hoffe. Ich kann jetzt dieses Level weiterspielen. Und nicht nochmal. Mickey Way, bitte. Sonst muss ich schneiden. Ah, gut, gut. Da oben war ja noch ein Leben, das hätte ich ja nicht geholt eigentlich. Okay, gut. Ich hoffe, das schaffen wir heute noch. Ja, finde ich echt interessant hier. Wenn, oh gut, solche Side-Scroll-Spiele sind ja, ich meine, mega schwierig. Also ich hoffe, das haben sie jetzt etwas einfacher gestaltet hier. So, da komme ich auch nicht, rein. Ah, das wollte ich. Noch ein Leben? Oh. Ach, komme ich da oben lang? Ich weiß nicht, ob ich da oben lang komme. Und muss ich wirklich durch die Mitte? Kann er eigentlich irgendwie eine andere schießen? Eine stärkere Attacke? Ich muss mal gucken. Kann ja durchaus sein, dass da so eine. Nee. Oder aufladen oder so? Mhm. Da können nur die einfache Attacke, ja. Das ist natürlich schwierig. Und ich habe auch nicht gesehen, ob ich da auch oben lang konnte. Achso, die Lilan, die lösen gleich mehrere auf. Also ich. Es ist mir ja mit dem Sammeln, ja. Hauptsache ich komme hier irgendwie Leben durch. Und wenn wir immer nur dauerhaft hier einen Schussknopf drücken, kommen wir hier durch, ja. Jetzt kommen hier irgendwelche Gegner. Ja, es kommen noch Steine geflogen. Da wo geht wohl lang, wo lang, wo lang. Mann, ach, das. Oh. Das wird krass. Das wird krass. Ich glaube, da wäre unten der einfache Weg, oder? Und es gibt hier keinen Safe Point, wie es aussieht. Ah. Oha, da wäre ich nochmal Spaß haben. Und pass auf, dann ist der. Meistens bei solchen Spielen kommt der am Ende ein Endboss. Und pass auf, der Endboss hier, das Ober-Alien sozusagen, ist, muss ich auch mit dem Teil besiegen. Ne? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh man, solange wie ich das Leben hier immer bekomme. Oh, jetzt wird es schwierig jetzt. Das ist knapp. Und wie ich das eine Leben immer bekomme, verliere ich ja keins. War so ähnlich wie bei Super Mario Sunshine letztens bei mir, in dem einen Subraum. Da konnte ich immer das eine Leben da einsammeln. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommen die Gegner, oder? No. Ich würde ja, ich war auch nicht, dass der unterste Weg falsch ist. Wenn die Gegner kommen, kommen da nicht umsonst hier, oder? Der kommt auch noch. Boah.
Ohne Scheißen. Ein Save Point wäre mal nicht schlecht hier. Mann, das ist doch übelst fies, Alter. Mann. Da, oh. Es gibt doch einen Save Point. Okay, habe ich nichts gesagt. Ich hab. Was ist das jetzt? Habt ihr das gesehen? Ich hab die Dinger getroffen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hab die Dinger ernst neu getroffen jetzt. Ey, komm. Wenn ihr verarschen könnt, aber wen anders. Ich treff das Ding doch, ey. Jetzt kommt das, wo so viel kommen. Und lang am besten. Wo lang? Was ist das denn? Es kommen auch noch Blitz oder sowas hier, ey. Aber gut, die sind relativ langsam. Solche Spiele mag ich oft eigentlich überhaupt nicht, ey, muss ich euch sagen. Weil die könnte ich irgendwie noch nie gut. Aber bis jetzt schlage ich mich ja ganz gut. Gerne noch ein Save Point. Habe ich nichts dagegen. Einfach Dauerfeuer, ja. Na komm, jetzt habe ich so viel, dass jetzt ein Boss kommt oder so. Da! Haha! Ich wusste es. Oh, scheiße, der Hintergrund, ey. Shit. Oh, fuck, ey. Aber ich kann gerade wie so eine Schilder einsammeln, habt ihr das gesehen? Aber ich bin jetzt schon beim Boss, oder? Ja, als ob. Pff. Das ist ein bisschen lächerlich. Das ist ein bisschen lächerlich, ohne Scheiß. Mann, ey, das hätten sie ruhig mal beim Bus lassen können, also ganz ehrlich. Die Blitze treffen mich, glaube ich, nicht. Bei dem Boss gibt es einen bestimmten Punkt, wo ich die komischen Laserstrahlen, glaube ich, nicht treffen. Oh, die zerteilen sich ja, ey. Aber jetzt immer ohne Scheiß, nehmt es mir jetzt nicht übel. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich vor dem Boss jetzt ein Safe State setze, weil das ist, glaube ich, besser für euch, wenn ich jetzt nicht ständig dahin, immer wieder dahin fahren muss. Dass ich den Boss immer wieder normal machen kann, glaube ich, das ist auch besser für euch. Wenn jetzt der Boss kommt, dann werde ich ein Safe State davor setzen. Während ein Bossfight mache ich es natürlich nicht, aber davor halt, das ist sonst immer wieder normal, nee, das, da wird der Part unendlich lang, ja. So. Jetzt probieren wir mal unser Glück. Da, oh, ich hab's verpasst, da war gleich ein Schild. Ich glaube, ich muss nur eine bestimmte Position einhalten. Da trifft er mich nicht. Einfach hier auf die Höhe bleiben. Hätte er das? Ich glaube, der trifft mich nämlich nicht.
Ne, der verändert seine Dinger ein bisschen. Aber sonst sind wir hier gut dabei. Oder sagst du, ja. Ich hätte vielleicht, wenn ich will, so weiter mal. Ja. Jetzt hat er mich doch immer erwischt, aber egal. Wir haben's geschafft, Mann! Boah! Und das ist Serum. Das ist sehr kaputt gemacht. Oh, gut. Und er ist wieder ein Mensch. Endlich. Die Knetzeiten sind vorbei. Und es geht wieder Richtung Erde zu unserem Vater. Und Sturzflug. Haut ihr eine Bruchlandung hin jetzt? Nee. Jo, da sind's alle nochmal. Jetzt tatsächlich geknackt. Claymates ist geschafft. Boah. Das Ende war ganz schön hart, muss ich sagen. Meine Nüsse. Safe State hätte ich auch nicht machen braucht. Hätte ich auch nicht setzen braucht. Ich hab's denn doch so geschafft. Das war eigentlich auch nicht so schwer. Wie gesagt, wenn man die Position da, wo ich euch gezeigt habe, gehalten hat, dann läuft da eigentlich nicht viel schief. Okay. Moment mal. Kurz mal gehen, das habe ich noch später in der Nacht hier. Also, muss sagen, das Spiel hat mich wirklich überrascht. Hat mich wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein sehr spaßiger Jump'n'Run. Ein sehr spaßiges Jump'n'Run-Game. Kann man nichts dagegen sagen, mit vielen verschiedenen Charaktere. Ich meine, viele hat man jetzt nicht so oft gesehen, wie der Biber da und der Fisch. Am meisten hat man die Maus und die Katze natürlich gesehen, aber sie hatten alle ihren Auftritt und ich fand die meisten, es war ein bisschen schwierig zu steuern, aber die Maus, die Katze und vor allem der Vogel fand ich mit am besten von den Charakteren. Wie gesagt, cooler Jump'n'Run, gute Passagen, gute Schwierigkeit, vor allem Level-Design ist auch echt cool. Ein bisschen von Sonic the Hedgehog abgekupfert. Naja, man soll es jetzt ihn nicht verübeln. Das waren jetzt zwei Level oder zwei, glaube ich, was jetzt von Sonic the Hedgehog 1 war, aber naja. Der Rest, glaube ich, hat mich jetzt nicht an irgendwas anderes erinnert, also das kann man sagen. Egal. Gut. Thank you for playing Claymates, ja. Sie bedanken uns bei uns. Und ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen hier bei diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Projekt wieder ein. Was das sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich schätze mal... Ich sag noch nichts. Ich werde mir... Vielleicht kommt schon nach Weihnachten was. Ja, vor Silvester könnte das neue Projekt schon kommen, denke ich mal. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich werde es spontan mal raushauen. Ihr werdet es dann sehen, wenn es online kommt. Und falls, weiß jetzt nicht, wann dieses Video jetzt online kommt, aber falls es jetzt vor Weihnachten noch hochgeladen wird, dann wünsche ich euch nochmal ein frohes Fest und feiert schön mit euren Lieben und dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für mich natürlich ein gutes 2017. Meine Kanaleröffnung hier bei YouTube und meinen fast 30 Abonnenten, Mensch. Andere sagen jetzt 30, das ist ja nicht viel, aber ich meine, 30 Menschen, die meine Videos angucken, die ich persönlich nicht kenne, Mensch, das muss man erstmal so hinkriegen. Ich finde es cool, jeder Abonnent ist gern gesehen bei mir. Ich freue mich für jeden Abonnenten, der neu ist und es sammelt sich hoffentlich. Okay, dann danke fürs Zuschauen nochmal. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play und bei meinen anderen Projekten. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen und einen Daumen nach oben geben und schön fleißig kommentieren und je nachdem, was euch in den Sinn kommt. Okay, dann habe ich jetzt genug gequatscht und halte jetzt meine Klappe und dann heißt es nur noch für mich zu sagen, Retro Jolie out!
Out!